Du bist Handwerksmeister oder kurz vor der Prüfung und willst dich selbstständig machen, dann gibt es für dich die gute Nachricht, dass es 8.000 bis 15.000 Euro in jedem Bundesland zu beantragen gibt für deine Gründung eines Meisterbetriebs. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Sub-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge. Und wir begleiten Menschen sowohl in der Anfangsphase ihres Unternehmens, in den Wachstumsphasen und später auch beim Exit, also beim Verkauf des Unternehmens. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass das Handwerk gefördert wird, dass Meister ermutigt werden, sich selbstständig zu machen, und dafür gibt es diese Meistergründungsprämie. Wer kann nun diese Gründungsprämie beantragen? Und zwar jeder, der entweder schon einen Meisterbrief hat und sich selbstständig macht, oder jeder, der innerhalb der ersten 3 Jahre nach der Gründung seine Meisterprüfung ablegt. Wie genau setzen sich jetzt die 8.000 bis 15.000 Euro der Meistergründungsprämie zusammen und weshalb gibt es eine Von-bis-Zahl? Das hat das damit zu tun, dass diese Prämie in 2 Stufen ausbezahlt wird. Das bedeutet, die erste Stufe bekommst du, wenn du vor der Gründung dieses Förderprogramm beantragst und wenn du mindestens 3 Jahre auch bestehst, dann bleibt es als Zuschuss, und wenn du in dieser Zeit nachweisen kannst, dass keine anderen und nur geringere Einkünfte vorhanden waren. In der 2. Stufe kannst du nochmal 5.000 oder 7.000 Euro bekommen, allerdings erst, wenn du 3 Jahre am Markt gewesen bist. Dann hast du ein schmales Zeitfenster von 6 Monaten, um entweder eine Vollzeitkraft einzustellen oder 2 Teilzeitkräfte oder einen Azubi. Dann bekommst du für diese 3 nochmal 5.000 Euro Prämie dazu. Wenn du in der Meisterbetrieb eine Frau einstellst, dann kriegst du nicht nur 5.000 Euro, sondern sogar 7.000 Euro als Meistergründungsprämie in der 2. Stufe. Wann genau sind nun die Anträge von dir zu stellen? Die Stufe 1 stellst du auf jeden Fall vor der Existenzgründung, egal ob du deinen Meisterbrief schon in der Tasche hast oder kurz vor der Prüfung stehst. Und den Antrag Nummer 2 stellst du, wenn du die ersten 3 Jahre bereits absolviert hast und nachgewiesen hast, dass du noch existierst und dass du nur geringe Einkünfte hast. Kommen wir zur letzten Frage, wie der Antrag zu stellen ist. Glücklicherweise gibt es in fast allen Bundesländern die Meistergründungsprämie. Ansprechpartner dort vor Ort, wo du auch die Anträge bekommst, ist immer die Handwerkskammer, denn du bist nicht bei der IHK, sondern hauptsächlich bei der HWK angedockt. Und dort wird dir weitergeholfen, die Anträge ausgehändigt, und dort wird dir auch gesagt, wo genau du den Antrag abgibst, aber bitte vor deiner Gründung. Wenn du bei der Beantragung der Meistergründungsprämie Unterstützung brauchst, oder auch beim gesamten Gründungsprozess in der Phase danach, bis du davon erfolgreich leben kannst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Wir von der X-Group helfen dir bundesweit auch über Videokonferenzen dabei, alle Unterlagen, alle Finanzpläne, Businesspläne, Anträge fertig zu machen und auch gerne im persönlichen Coaching dabei, deine Ziele zu erreichen. Gerne kannst du jetzt das Video mit Daumen hoch liken, unseren Kanal jetzt abonnieren und uns auch gerne weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Gründung. We'll be right back.